Ich habe uns den Optoliten, habe ich uns mal rausgesucht. Ach siehst du, ich wollte letztes Mal noch fragen, wer mittlerweile als Gewinner prophezeit wird, aber ich habe es vergessen. Jetzt kann ich dir nicht sagen. Wir werden heute mal einen etwas anderen Einstieg wagen. Ihr könnt euch schon mal connecten, wenn ihr wollt. Oh, ich bin connected. Ich weiß, ich werde den Optoliten mal offenlegen. Und dann können wir uns die Kleinanzeigen im Optoliten mal anlesen. Oh, hast du das aus dem Boden abkopiert? Ja, die sind super. Pulvers, Zauberkram, Artefakte und Alchemiker, Zauberspeicher, Zauberstäbe, Schalen der Alchemie, Kristallkugeln, Hexenbesen, Ruinendolchen, neu und gebraucht. Magische Metalle, oh, Teriak. Raffinalia aller Götter und Dämonen, ausgestopfte Chimären. Wow. Der Galotterwitz der Woche, warte. Was? Das Besuch in Yolgomak. Galotta zeigt Hafax eine Monumentalstatue seiner selbst, von der er sehr angetan ist. Dieses Kunstwerk wurde nach meinen eigenen Entwürfen angefertigt, tönte an Hafax gewandt. Bin ich nicht ganz ausgezeichnet getroffen? Dieses stolze, gebieterische Antlitz, diese erhabene Haltung, diese Ausstrahlung von Fortschrittlichkeit und natürlichem Adel. Ein Meisterwerk der modernen Kunst. Geradezu ein Festhalten meines anbetungswürdigen Ichs für die Ewigkeit. Hafax besieht sich die Statue und schabt über seinen Stoffelbart. Eher das Festhalten eines Augenblicks, äußert er sich schließlich. Galotta wundert sich. Wieso? Antwortet Hafax. Istato hat den Mund geschlossen. Ups. Das wird gedruckt. Das wird gedruckt. Ich glaube, der. Das ist aus dem aventurischen Boten, als Galotta schon tot ist, aber. Ich glaube, das ist die Mendena-Ausgabe. Ich hab einen 3-Jahres-Abonnent, aber nur mal, ja? Ich krieg den jetzt jeden Tag. Hast du das jetzt bekommen? Ich glaube, du hast. Ach nein, ich hab die Irrhaken-Federn genommen. Scheiße. Idiot. Ey, du hast mich mit Brandpfeilen geködert, was hätte ich tun sollen? Nee, guck dir lieber mal die anderen Sachen an, das, was da an Werbung von den Leuten gemacht wird. Das ist so lustig. Agrival im Schmiedefeuer, Ökyocho im Brunnenschacht, Yel Arisel in der guten Stube, Brago in der Familiengruft, keine Sorge, denn allzeit bereit ist der Exorzist. Zuverlässig, ungefährlich, erschwinglich. Fuck in der Ogerhöhle nach Magister Irodin. Und die sollten vielleicht nicht in der Ogerhöhle nach Irodin fragen. Das könnte ungesund werden. Das einzig wahre tobrische Bier, tobrisches Dunkel, aus purem Schwarzkorn nach usilischem Reinheitsgebot, nur bei uns gebraut und zur wahren Messe im säurefesten Bierzelt, direkt in Magramfeld. Besucht aber auch unseren Ausschank in der neuen Handelshalle, Bierstube tobrischer Landhof. Säurefestes Bierzelt. Endlich wieder echtes Sumo-Blut aus den besten Quellen. Vertraut keinem anderen, denn wir haben die meiste Erfahrung mit dem Grüngold. Hoflieferantenloge zur Wahrung. Das wäre doch was für dich. Ja, Altzoller, klein, wohl ich den Altzoll noch gleich. Altzoll? Das ist Wahrung. Ich glaube, das ist eine ehemalige Golgaritenfeste, die sie übernommen haben. Ja. Endlich wieder schlafen mit den Lexieren von Golgarik, dem Farbenfrohen. Bahamut, der Ruf erschallt. Bahamut, die besten Söldner des Perlenmeeres. Was wollte Janus sagen? Erik, wäre doch was für dich. Junge, was glaubst du, was ich seit Wochen trinke? Wie viele Lebenspunkte hast du inzwischen? Ist jetzt 4. Also plus 4. Ja. Da geht noch was. Was ist denn mit den Druiden? Bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich noch einen haben will. Aber ich werde auf jeden Fall eine mitnehmen, glaube ich. Erstmal in die Feste. Also meinen Fünfersatz. War halt noch nicht verbraucht, weil ich. Ach ja, bei der ganzen Nummer keinen Schaden genommen habe. Oh doch, 2 Punkte. Aus die Samen NSCs. Es ist aber auch jedes Mal so, oder? Immer wenn es an so ein dickes Ding geht, hier Thema Blutschluck, Thema Manning, verlässt sich auf einmal das Würfelglück. Naja, Manning war auch okay. Ja. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Seid ihr einem falschen Händler aufgesessen? Hat man euch bestohlen oder gar ermordet? Wir rächen euch. Na, du kannst auch schon tot sein, ist okay. Vollstreckung binnen einer Stunde. Lebende Geister und Tote als Kläger und Zeugen zugelassen. Der Orden des Seelensohnes. Eine Eis-Teriak-Prinzessin, die mag dich doch sicherlich, weil du eine ziemlich gute Show lieferst. Da sind wir eher. Also, wenn wir versprechen, dich umzubringen, dann geben uns die Gräume dafür bestimmt einen Karakil. Ey, die geben euch nicht nur einen Karakil. Nehmt euch einen Streitwagen mit 4 Karakillen vorne dran. Und spielen Trompeten, wer die aus der Stadt reitet. Die geben euch Unheilwert auf einem Silbertablett. Ja,
Jetzt ist die Frage, Udalbert oder du, ne? Da habe ich eine ganz schnelle Wahl. Für das Reich, mein Freund. Hey, ist aber einen spontanen Grabsägen kann ich nicht aus dem Hut ziehen, oder? Klar, du musst dich noch ins Sagen. Ich getan, so, hey, Boron, tu mir einen Gefallen. Ich werde ihm anschließend mein Leben dir widmen. So spontan ging, glaube ich, nur Pakte. So spontan ging eine Chorfeier. Was willst du? Eine Boronweihe? So eine Feldweihe? Ey, ich stehe hier. Hey, Chef, ich stehe hier. Ich habe hier Lokales von Kemet an der Leitung. Der möchte sterben. Hast du hier mal? Dann mache ich das. Krieg ich auf Pump? Ich hoffe vor allem die Eigenschaften nicht, also sowieso. Kann ich die Eigenschaften auf Pump haben? Nee, weiß ich nicht, weiter bräuchte ich ja. Ich glaube 12 Charisma und 11 Klugheit oder so. Ja, dachte einfach mal, ich hätte ganz gerne die nächsten 6000 Erfahrungspunkte auf Pump. Ich möchte ganz gerne spontan hochgeweiht sein. Eher so 4000. Oh, ich nehme auch 1200 Paktgipfel. Aber das bringt mir nichts, denn eine dämonische Waffe macht auch keinen Schaden an den Säcken. Ja, siehst du, wenn du jetzt an den anderen Fanaritus glauben würdest, dann könntest du ihn wenigstens fragen, dass er dich zu einem Boron-Vampir macht und dich damit ein bisschen pumpt. Ach, ich glaube, du kriegst ihn tot. Mach einfach die ganze Zeit Befreiungsschläge und drück den immer weiter zu und nach hinten. Irgendwann ist er ja raus. Ich meine, wenn ich ihn nach hinten drücken will, mache ich hier einen Ausfall. Ja, vollkommen egal, wie du es machst. Hauptsache, du gewinnst. Ich bin jetzt hier nicht durch die schwarzen Lande gereist, um dich verlieren zu sehen. Hey, komm! Ich weiß, ich habe das Kack-Buhmurt gewonnen. Ich habe das Lanzenreiten, naja, nicht gewonnen. Ich war Lanzenreiten gut. Ich habe den zweiten Platz im. Bogenschießen. Das aktuell war doch noch dein Schippi, ne? Also nicht zum Ausgehen, sondern zum Verbrennen, Notfall. Ich habe beides noch. Ja, siehst du, Buhurt und so, das sind doch alles zweite Qualitäts. Ich glaube, ich muss im Zweihandwaffenkampf gar nicht mehr antreten, da ich meinen Kontrahenten zu Tode getrampelt habe. Das Einzige, was mir noch irgendwie Sorgen macht, ist unser Plan, den Stab holen. Wir gehen einfach hin. Der ist ein bisschen komisch. Wir gehen hin, gucken uns den Eingang an. Wenn er bewacht ist, müssen wir die Wachen dann notfalls aus dem Weg zwängen. Ja, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn das irgendwie magisch gesichert ist. Dafür haben wir zwei Magier dabei. Und ich würde sagen, das müssen unsere Magier irgendwie machen. Die hatten jetzt lang genug Vorbereitungszeit. Die sind toll, die machen das. Ansonsten ketten wir sie da an und lassen sie dort als, sagen wir mal... Du musst ja nicht schneller rennen als der Feind, man muss nur dafür sorgen, dass jemand anderes langsamer ist. Ey, ich will mal sagen, bei Glorana haben wir hier eine Stange im Brett. Wenn ich irgendwann mal was brauche, kann ich mir einfach den Wappenrock wieder anziehen und in den Norden reiten und sagen, ja, ey, ich bin's. Wenn das alles so gut läuft wie bisher, ja, auf jeden Fall. Ich gebe euch auf alle Fälle guter Ruf 2 in Gloranien. Ja, also das ist ein Rentenplan, ja. Also wenn du den Wappenrock die ganze Zeit durchs Mittelreich schleppst, dann würde ich dir das auf jeden Fall auch zugestehen. Lass den mal einer bei dir finden, dann hast du aber richtig Spaß in Aventurien. Das ist vollkommen egal. Ja, spätestens wenn die Inquisition vor der Tür steht. Guten Tag, Inquisition. Inquisition kommt mir nichts. Das Beste, ich schwör's dir, wenn wir wieder über den Sicherheitsstieg gehen, dann kommen wieder diese Inquisitionsspastis, die wir beim ersten Mal getroffen haben, die kommen wieder. Und dann stehen wir da, mit Jan und dem Vollpaktierer. Der Inquisition habe ich schon einmal die Stirn geboten, das wird beim zweiten Mal auch kein Problem sein. Ja. Ich stehe dann ganz weit hinter dir, hinter Ömer im Gebüsch. Da kam der aber aus der richtigen Richtung. Hinter Ömer. Ich meine nicht auf dem Hinweg, ich meine damals. Ja, da kam der aus der richtigen Richtung. Ich meinte damals. Du meinst so aus dem Knast. Vor langer, langer Zeit. Als du im Knast gesessen hast. Als ich im Knast gesessen hab, ja. Wir haben gewonnen. Wir sind aus dem Knast ausgebrochen, werden gesucht. Von der ganzen Perlenmeerflotte. Wir haben gewonnen. Es fühlt sich wie ein Sieg an. Ich weiß nicht, ob du dich noch an meine Reaktion erinnerst. Und für meinen Charakter war das kein Sieg. Ich hätte dich auch niedergeschlagen und da rausgetragen. Ja. War halt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, wem man jetzt die Treue hält. Und ich habe entschieden, nicht dem Pisser. Achso, dir selbst. Ja gut, einer muss das es. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich gemeint, aber ich habe es nicht gesagt. Das hat der Ritter ja noch nie so gemeint, dass er sich selbst die Treue hält.